Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Spezial. Und es ist eine der letzten in diesem Jahr. Und ich habe einen ganz besonderen Gast, deswegen hier bei uns im Spezial, nämlich Hakan Demir. Er ist neu gewählter SPD-Bundestagsabgeordneter aus Berlin. Und die erste Frage ist natürlich, wie fühlt man sich denn, nachdem ich herzliches Willkommen gesagt habe im neuen Parlament? Ich fühle mich sehr gut. Ist natürlich vieles ungewohnt. Aber immer so, wenn es neu ist. Ja, es ist so, genau. Aber man spürt auch eine große positive Stimmung in unserer Fraktion, im Parlament grundsätzlich auch. Sie wissen ja, dass wir 68 SPD-Abgeordnete haben, die unter 40 sind. Und man spürt auch, dass es eine gewisse Dynamik gibt. Ja, das gehört sich auch so. Ja. Habe ich auch nicht anders erwartet. Sehr gut. Ich habe mich so selber erinnert an Willy Brandts Zeiten. Da waren er so ähnlich. Ja? Da waren auch viele junge Leute dabei. Ja, es war alles anders, war alles neu. Und dann plötzlich schoss die SPD nach oben. Ja? Und das erhoffen Sie sich doch jetzt auch. Ja. Ne? Was ist denn die Meinung über den neuen Senat, der jetzt gebildet wurde in Berlin? Mal abgesehen vom Bundestag. Ich hab's ja auch jetzt auf dem Handy ein bisschen mitbekommen. Ich denke, dass das ein gutes Team ist. Da sind auch, glaube ich, ein paar Überraschungen dabei. Dass Andreas Geisel jetzt Bausenator wird oder Senator für Stadtentwicklung, das ist, glaube ich, das kann man noch so gut nachvollziehen, weil er ja auch davor das mal gemacht hat. Genau, und wir haben Iris Spranger als neue Innensenatorin. Und genau, das ist erstmal eine Überraschung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auch ganz gut hinbekommt. Na, die ist ja auch lange genug im Geschäft. Ja, macht es ja auch sehr lange. Man kennt sie in- und auswendig, so ist ja nicht. Aber wenn man so als Neuer im Bundestag kommt, ja, ist auch für Sie ja wahrscheinlich interessant. Wie ist denn das? Wann kriegt man denn seinen Ausweis? Kriegt man den vorher zugeschickt oder müssen Sie da eine Sicherheitsüberprüfung? Nee, also am 28. September, also ein paar Tage nach der Wahl, zwei Tage, waren wir dann im Reichstagsgebäude und dann hat man sich ganz normal angemeldet mit dem normalen Ausweis. Ja. Und dann wussten die schon, okay, Hakan Demir ist offenbar Bundestagsabgeordneter und dann durfte ich rein. Und dann hatten wir auch direkt die erste Fraktionssitzung der SPD. Und vor dieser Fraktionssitzung, die Sitzung hatten wir im Plenum, wegen Corona, weil wir da mehr Platz haben. Und dann habe ich einfach da hast so... haben Sie sich natürlich in die erste Reihe gesetzt. Nein. Man sitzt dann irgendwo weiter hinten. Aber wir haben so ein Päckchen bekommen und da war alles drin. Mit dem vorläufigen Ausweis und ein paar weiteren Informationen und ja. Und wie war das denn zu Hause? Bei Vater und Mutter, Oma und Opa? Er sagte, unser Junge, der ist jetzt im Bundestag. Ja, natürlich. Die sind ganz stolz. Und auch die Heimatstadt meiner Eltern, in der Türkei in Çorum. Ich war da, glaube ich, auch in mehreren Zeitungen. Da sind Sie jetzt Ehrenbürger, oder? Ich bin sowas wie ein kann man vielleicht sagen. Aber es gab auch eine kritische Anmerkung, das fand ich auch interessant. Ja, was bringt uns das denn? Baut der jetzt hier eine Brücke oder was? Ja. Also solche kritischen... Hätte ich zurückgemeldet, ich bringe jetzt jeden Monat 1.000 Touristen mehr. Ja, zum Beispiel. Ja, also das gab auch eine kritische Rückmeldung. Also Spaß. Nee, sonst sind alle ganz stolz und sagen natürlich auch sowas wie, dass Großvater auch sehr stolz gewesen wäre. Ja. Er war nämlich der erste Demir, der 1970 nach Deutschland gekommen ist. Nach und Berlin? Nee, nach Krefeld, nach Westdeutschland und da Straßen und Häuser gebaut hat. Und ich glaube, vor 50 Jahren hätte er sich das nicht vorstellen können, dass dann sein Enkel Bundestagsabgeordneter ist. Ja. Wie viele türkischstämmige Bundestagsabgeordneten gibt es? Habt ihr eine Übersicht? Ich glaube, um die 19, wenn ich mich nicht ganz irre. Berlin hat noch Cansel Kiseltepe. Genau, Cansel haben wir, Canan Bayram, meine Wenigkeit. Ich glaube, ja. Und dann gibt es noch aus anderen Landesverbänden, also Cem Özdemir haben wir ja als Minister jetzt. Dann gibt es viele, viele weitere. Aber ist schon ein schönes Gefühl, nicht? Wenn man so empfangen wird. Zu Hause, wenn man diesen Weg gemacht hat. Wann war denn das, als der kleine Hakan gesagt hat, jetzt will ich mal Bundestagsabgeordneter werden? Also, wie alt waren Sie da?
Also Bundestagsabgeordneter, da war ich jetzt kein kleines Kind, da war ich, was war ich da? Ich meine, Herr Schröder vor hat vor zwei schon Jahren. Nee. Also ganz, ganz neu und frisch. Ja, erster Versuch, gleich gelungen. Also es ist ja ein Prozess. Ja. Ich habe nicht diese eine Anekdote, die ja einige PolitikerInnen haben, dass sie sagen, irgendwie, das ist passiert und dann wussten sie, dass die Politik macht. Diese Anekdote gibt es nicht, aber es ist ein Prozess. Also fängt halt bei uns in der kleinen Arbeitersiedlung an, wo ich mit meiner Familie, mit 6 weiteren Familienmitgliedern in einer 3-Zimmer-Wohnung aufgewachsen bin und mitbekommen habe, dass auf der anderen Seite Menschen gewohnt haben, die Balkone hatten, denen es besser ging. Mhm. Und wir hatten dann, sagen wir mal, ein bisschen weniger. Und was uns getrennt hat, war wirklich so ein Zaun in der Mitte. Mhm. Und da hat es schon bei mir angefangen, als kleines Kind zu überlegen, okay, da gibt es Unterschiede. Aber ich konnte noch nicht verstehen, warum es diese Unterschiede gibt. Und später habe ich mir das ein oder andere angelesen und mir tatsächlich die Frage gestellt, warum gibt es diese Unterschiede? Ja. Woher kommen sie? Und dann kommt die Frage, wie schaffe ich sie beiseite? Wie löst man diese Probleme? Ja. Genau, das kam dann relativ spät. Ich habe Politik, Philosophie und BWL studiert. Also war schon immer politisch interessiert. Eine schöne Mischung. Das ist eine schöne Mischung. Philosophie dazwischen. Ich hab immer gesagt, ich will alles wissen. Ja. Und deshalb habe ich, sagen wir mal, diese Breite. Weiß natürlich immer noch nicht alles. Es ist halt so. Als Philosoph lernt man den Satz, scio, non scio. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Genau. Ja? Und wo dann abgeschlossen, in welchem Fach? In Trier. Ich habe Magisterabschluss, Magisteratium, also Hauptfach Politik und in den Nebenfächern Philosophie und BWL. Ja, und Politik dann als Hauptfach. Abgeschlossen. Genau. Also ich habe ja also Magister in diesen 3 Bereichen. Ja. Genau. Und dann? Dann bin ich nach diesem Studium, also ich war immer politisch interessiert, aber war jetzt nicht irgendwie morgens bis abends auf Demonstrationen oder war jetzt Parteimitglied. Das noch nicht, weil ich gesagt habe, ich bin Wissenschaftler erstmal. Ja. Bin dann 2012 nach Berlin gezogen wegen der Liebe. Meine damalige Freundin lebte in der Sonnenallee in Neukölln. Ja. Und dann bin ich da hingezogen und kannte da noch nicht so viele andere Menschen, bis auf meine damalige Freundin. Und bin dann in die Partei, in die SPD Rixdorf, bin dann auch in verschiedene andere Organisationen rein und kannte dann nach 3 Monaten mehr Menschen als meine damalige Freundin. Mhm. Und und so hat sich das so ein bisschen entwickelt und habe dann am Ende weniger für die Organisation gemacht, sondern dann nur noch für die Partei und bin dann in den Kreisvorstand der SPD Neukölln gewählt worden. Damals noch gab es ja noch Buschkowski und dann hat sich das so entwickelt. Habe sehr viel Zeit investiert in die Partei und 10 Jahre später hat sich ausgezahlt, kann man nur sagen. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich es jetzt geschafft habe. Und der Zaun ist nicht mehr da. Der Zaun ist quasi ideell gesprochen. Ja, metaphorisch gesagt gibt es immer noch Zäune in Deutschland. Ja, die gibt es noch. Ich habe es jetzt mal als Individuum quasi durchbrochen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass automatisch andere Menschen es auch schaffen können oder dass dann die Zäune für die auch jetzt weg sind, um es mal metaphorisch zu sprechen. Also es gibt ja mal diese Frage, haben Sie jetzt noch nicht gestellt, aber es gibt ja die Frage. Die kommen noch, ich weiß nicht welche. Sie haben einen Migrationshintergrund und Sie haben es jetzt geschafft, in Anführungsstrichen, sind jetzt im Bundestag. Und heißt das jetzt, dass es den anderen Kindern mit Migrationsgeschichte besser geht jetzt? So in die Richtung. Nee, die Frage würde ich nicht. Würden Sie nicht, aber die kriege ich tatsächlich. Ja. Dann sage ich, nee, automatisch heißt es erstmal nichts. Ja, eben. So. Deswegen stelle ich die Frage. Okay, sehr gut. Ja. Dann ziehe ich sie wieder zurück. Ich bin viel mehr daran interessiert und Sie wahrscheinlich auch, wer ist dieser Hakan Demir? Ja, wie kommt er da hin? Und vor 2 Jahren haben Sie das selber entdeckt und gesagt, oh, Bundestag wäre doch nicht schlecht. Oder hat jemand Sie angestupst und hat gesagt, sag mal Hakan, das wäre doch was. Nun mach mal. Ja. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass zumindest in meinem Fall ich jetzt weniger angestupst worden bin. Also es gibt die Bundestagsabgeordneten, die quasi
ja, ausgewählt werden oder beziehungsweise angesprochen werden, beziehungsweise auch protegiert werden. Da gibt es auch einige. Ich gehöre nicht zu denen. Ich hat sich einfach so entwickelt. Also das war, und ich weiß das auch aus der Politik, niemand kommt auf einen zu und sagt, Hakan, möchtest du das machen? Jetzt in der Fraktion ja auch nicht. Da heißt es ja nicht, Hakan, guck mal, du hast jetzt für Karamba Diaby gearbeitet, du könntest jetzt vielleicht die Themen Migration machen oder du machst jetzt hier Innen- und Bildung. Das passiert nicht. Man muss schon immer selber auf Menschen zugehen, beziehungsweise einfach für Mehrheiten ne, man sorgen. Muss selber von was begeistert sein. Man dann muss sowieso, es. Ja, sowieso. Ah, dann kommt es. Und wo liegt denn die Hauptbegeisterung? In welchem Ausschuss sind Sie jetzt? Ich bin jetzt im Innenausschuss. Die Hauptbegeisterung, sagen wir mal, liegt jetzt gerade daran, dass das Hauptproblem der Gesellschaft momentan ist, dass der Zusammenhalt bröckelt. Und wir müssen den Zusammenhalt wieder stärken. Und da ist natürlich ein Bereich tatsächlich im Innenbereich, im Innenausschuss. Da kann man zum Beispiel die Demokratie stärken durch das Demokratiefördergesetz, durch natürlich bessere Ausstattung der Polizei. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Und was man sonst noch alles an Möglichkeiten hat, wenn man neu, frisch gewählter Bundestagsabgeordneter ist und sich vor 2 Jahren erst dazu entschlossen hat, Bundestagsabgeordneter zu werden. Darüber reden wir gleich weiter mit Hakan Demir. Er ist Bundestagsabgeordneter aus Neukölln in Berlin und ganz neu im Geschäft, aber studierter Politologe, ja, und nebenbei auch noch Philosoph. Ganz selten in der Politik. Ja, wir reden gleich weiter. Bleiben Sie dran. Kurze Werbepause. Zurück in unsere Sendung TV Berlin Spezial. Und zu Gast ist Hakan Demir. Er ist neu gewählter Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Neukölln. Und hat vor 2 Jahren sich erst entschlossen, für den Bundestag zu kandidieren, nach dem Studium Politik abgeschlossen, Philosophie als Nebenfach und BWL auch noch. Ja, aber ist Ihnen das nicht genug? Jetzt noch Bundestagsabgeordneter, der Philosoph im Parlament. Das höre ich zum ersten Mal, ja. Also grundsätzlich wird man ja dann wahrgenommen als jemand, der aus Neukölln kommt. Ja. Ich werde wahrgenommen mit meiner Geschichte, die ja auch vielleicht teilweise selten ist, dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme und haben Sie denn, kurze Frage, bevor ich es vergesse, haben Sie denn inzwischen einen Antrag auf die Bau einer Brücke in Ihrem Heimatort in der Türkei gestellt? Nein. Weil Sie hatten ja erzählt, da haben einer hat gefragt, was bringt uns das? Ja. Bringt er jetzt eine Brücke mit? Ja, ich hab darauf. Sie bauen Brücken philosophisch. Ja, so kann man es sagen. Ja, aber es ist natürlich klar, dass ich keinen Einfluss darauf habe, dass Brücken in anderen Ländern gebaut werden. Ich habe aus Spaß Cansel Kızıltepe, die ja jetzt im Bauministerium ist und parlamentarische Staatssekretärin ist, habe ich aus Spaß gesagt, so hey, lass uns mal Brücken in Neukölln bauen, so aus Spaß. Ne? Und mal gucken, was da so passiert. Ja. Mal sehen, was da ist. Was ist denn jetzt Ihre Aufgabe? Sie sind im Innenausschuss. Ja. Da, und Sie haben noch einen Ausschuss. Ein Abgeordneter hat immer einen Pflichtausschuss und dann noch einen zusätzlich. Familie, oder zwei. Senioren, Jugend und Frauen ist noch mein Ausschuss, den ich stellvertretend betreue. Ja. Und was macht denn mehr Spaß? Die Familienpolitik oder die Innen- und Sicherheitspolitik? Wir haben ja noch nicht angefangen. Ja. Deshalb kann ich das gar nicht so behaupten. Also kann ich jetzt noch nicht behaupten. Aber ich gehe davon aus, dass beide mir sehr viel Spaß machen werden und sich auch ergänzen teilweise. Also ich meine, ich habe gerade gesagt, Demokratiestärkung ist ja im Innenausschuss tatsächlich auch, aber auch in dem anderen Ausschuss, wo es um Familie, Senioren, Jugend und Frauen geht, da ist zum Beispiel auch das Riesenpaket, das Programm Demokratie leben drin in diesem Ausschuss. Und so kann man das halt verzahnen teilweise. Und die Themen, beispielsweise Wahlalter 16, die Unterstützung der Jugendarbeit und so weiter, das sind ja alles wichtige Themen, die ich da in nächster Zeit betreuen werde. Es gibt aber Berichterstatterthemen, das wissen viele nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann, wenn ich im Innenausschuss bin, für alle Themen im Innenausschuss zuständig bin, sondern es gibt Berichterstatterthemen, beispielsweise Demokratiestärkung, Fortbildung der Polizei, es gibt Kampf gegen Extremismus, es gibt 20, 30 Berichterstatterthemen und ich werde ja dann
sagen wir mal, für 5 bis 10 zuständig sein. Wem erstatten Sie denn dann Bericht? Da schreiben Sie einen richtigen Bericht und dann geben Sie diesen ab. Und es, wem? Also im Ausschuss ist es dann erstmal verankert, dass ich dann der Berichterstatter für das Thema X bin und da gebe ich einen Bericht ab. Ja. Und an wen? An den Ausschuss selbst. Ja. Und an die Ausschussvorsitzende, die momentan Frau Powers. Zum Beispiel, ja. Und berichte dann in diesem Gremium, wir sind ja 46 Mitglieder im Innenausschuss, und würde dann meinen Bericht abgeben, beziehungsweise zu einem gewissen Gesetzentwurf einfach meine Meinung dazu geben. Und dann gucken wir, dass wir dann in dem Ausschuss eine entsprechende Empfehlung abgeben. Ja. Waren Sie dabei, als der Kandidat der AfD nicht gewählt wurde? Ja, ich bin ja Mitglied im Innenausschuss ordentlich, deshalb war ich auch da, ja. Die AfD hat sich den Auszug gezogen. Da haben sich alle aufgeregt, warum hat die SPD das nicht gemacht? Warum nicht? Warum wir den nicht gezogen haben? Ja, die SPD war doch ganz vorne. Sie hätte es doch tun können. Dann hätte es dieses ganze Theater jetzt nicht gegeben. Also ich will jetzt nicht spekulieren. Ich glaube, es war eine andere Partei, die einen anderen Ausschuss wollte und dann sich das so ergeben hat, dass dann die AfD diesen Ausschuss gezogen hat, was ja erstmal in Ordnung ist. Ja. Die Sache ist nur, kann man uns Abgeordnete verpflichten, jemanden zu wählen, den man vielleicht nicht geeignet findet? Da sage ich erstmal spontan nein. Genau. Ja. Vielleicht nicht nur spontan, sondern grundsätzlich kann man das sagen. Der Abgeordnete ist frei in seinen Entscheidungen. Es gab aber natürlich eine kurze Debatte, ob der Ausschuss überhaupt jemanden wählen kann oder nicht. Aber natürlich wählt der Ausschuss den Vorsitzenden und dann auch natürlich den Stellvertretenden. Ja, es wurde so ein bisschen von der AfD dargestellt, als ob der Ausschuss das einfach nur quasi bestätigen muss und jetzt nicht so eine richtige Wahl hat, aber man hat ja gewählt. Und die Wahl hat dann das Ergebnis gebracht, dass 40 Mitglieder gesagt haben, wir möchten den Herrn Hess da nicht. Ja. So, und das muss man so erstmal respektieren und muss dann erstmal weiter gucken. Ja. Wie ist denn das so? Als junger Abgeordneter erlebt man so eine Stimmung mit plötzlich und merkt, da prallen doch Welten aufeinander. Auf jeden Fall. Ich saß da und habe tatsächlich jede Sekunde so 100% wahrgenommen, habe gesehen, wie die 5 AfD-Abgeordneten mehr oder weniger vor mir saßen, hab die Stimmung im Raum gespürt und die war natürlich angespannt. Und ist natürlich jetzt kein normaler Einstieg in den Ausschuss, sondern es war direkt natürlich sehr viel Aufregung. Ist es ja so interessant zu erzählen. Es ist sehr viel Aufregung gewesen. Aber viel aufregender war es für mich tatsächlich, als ich dann in dieser Kabine war und Olaf Scholz gewählt habe. Das war viel, viel spannender, weil ich dann kurz in dieser Kabine bin und dann wollte ich sofort mein Kreuzchen machen. Und dann dachte ich mir so, nee, Hakan, du, warte mal kurz. Nimm das mal wahr, was hier gerade so passiert. Weil man lebt ja einfach den Tag durch und denkt, alles ist okay und alles ist normal. Aber es ist nicht normal, aber was gerade alles passiert. Aber ich bin jetzt Bundestagsabgeordneter. Ich bin Vertreter des Volkes. Und ich wähle gerade den 9. Bundeskanzler. Und das muss man mal kurz Stopp drücken, die Stopptaste drücken. Und das habe ich gemacht in dieser Kabine und das war gut. Und viele haben ja, was so ganz ungewöhnlich ist, ich meine, ich bin ja auch lange genug in dem Geschäft, dass gestandene Abgeordnete Selfies machen, unentwegend. Haben Sie auch Selfies gemacht? Das war ja ausdrücklich freigegeben, sonst ist Fotografieren ja nicht erlaubt. Ich habe jetzt mit Olaf Scholz kein Selfie gemacht, aber es gibt ein Foto mit mir und Olaf Scholz. Und ich gehörte noch zu den Glücklichen, die ihn noch im Plenum abgefangen haben. Ja. Dann so nach 3 weiteren Fotos ist er gegangen, weil ihm das natürlich auch dann irgendwann zu viel wurde. Ja, aber sie mussten noch für Oma und Opa, Mama und Papa mussten noch ein Foto haben. Also das macht natürlich Sinn. Es ist ja auch was Besonderes für ihn, es ist was Besonderes für mich, dass man da mal ein Foto macht und dann hat man das für immer. Worauf geht denn jetzt so, die Legislaturperiode ist 4 Jahre, was wollen Sie unbedingt verändern? Verhindern. Verändern. Verändern.
Das Wahlgesetz zum Beispiel. Das Wahlgesetz ist ein wichtiger Punkt. Also viele Sachen, zum Beispiel, natürlich klingt das wieder sehr klassisch, aber 12 Euro Mindestlohn finde ich schon mal nicht schlecht, wenn wir das sofort machen. Ist ja beschlossen. Machen. Ist im Koalitionsvertrag, ja. Genau, aber es ist ja noch nicht da. Das ist ja, wenn es da drin steht, dann denke ich als leidenhafter Bürger, dann wird das schon so kommen. Ja, also alles, was im Koalitionsvertrag drinsteht, sollte kommen, ja, und wird auch kommen, aber es ist ja immer noch eine Prioritätensache, wann die Sachen dann kommen. Mhm. So zum Beispiel das Einwanderungsgesetz, das wir verändern wollen, das wird ja jetzt nicht im Januar kommen. Mhm. Da werden wir ja eine lange Phase haben. Das BürgerInnengeld wird ja jetzt wahrscheinlich auch nicht sofort im Januar kommen. Sollte aber schon schnell umgesetzt werden. Und dafür werde ich mich auf jeden Fall einsetzen. Sie wissen es ja auch, in Neukölln beispielsweise wächst fast jedes zweite Kind in Armut auf. Und das sollten wir auf jeden Fall verändern. Da gibt es den Zaun noch. Da gibt es den Zaun noch, genau. Und durch die Kindergrundsicherung, die wir schnell einführen sollten, könnte man zum Beispiel viele Kinder aus der Armut rausholen. Und das wäre mir sehr wichtig. Und deshalb mache ich auch Politik. Sie sind ja für die SPD im Bundestag. Haben Sie manchmal gedacht, sich mal zusammenzusetzen mit dem anderen Philosophen im Parlament, Herrn Habeck? Sie sagen, eine philosophische Diskussion, zum Beispiel hier in diesem Studio. Ja. Zwei Philosophen, die über die Politik reden. Also hab ich jetzt noch nicht dran gedacht, aber könnte man durchaus machen. Die Frage ist ja, also Politik ist ja auch eine Art von Philosophie, vor allem wenn man da über ethische Sachen spricht oder politische Positionierungen sind ja auch philosophische Positionierungen. Es geht ja darum, ob ich deswegen dann... Deswegen kam mir der Gedanke. Genau, ja. Ob ich mit Herrn Habeck dann grundsätzlich darüber spreche, es gibt ja zwei Schulen in der Ethik, ob es die deontologische Ethik gibt, wo es um Pflicht geht, also Kant, oder halt beispielsweise die teleologische Ethik, wo es darum geht, ist etwas gut, wenn man das Ziel erreicht hat, also utilitaristische Ethik. Diese zwei Schulen gibt es und da könnte man sich natürlich unterhalten, welche Schule irgendwie... Herzlich eingeladen hier, wenn Sie Herrn Habeck dazu noch bringen. Können wir machen oder was können wir Herr wissen? Herr Habeck, wenn Sie zuhören und zuschauen, herzlich willkommen hier. Ja. Eine Diskussion unter zwei Philosophen, ich spiele den Schiedsrichter. Ja, können wir gerne machen. Ich bin ja auch ein Fan von Karl Popper, kritischer Rationalist. Das war übrigens ein Genosse... Lange Zeit vor Ihnen auch. Der hatte Popper als seine Leibphilosophie. Das war Helmut Schmidt. Genau. Das weiß ich. Das war meine Prüfungsaufgabe. Also eine Frage habe ich von meinem Philosophieprofessor bekommen. Meinte halt, wer war der Philosoph von Helmut Schmidt? Da wusste ich aber die Antwort noch nicht. Ich habe es dann tatsächlich relativ spät, also dann 2011, wann hatte ich die Prüfung? 2010, habe ich das dann erfahren. Das ist wirklich Helmut Schmidts. Philosoph war. Wir werden demnächst wieder über Politik reden, natürlich, aber auch über Philosophie und vielleicht kriegen wir das ja hin mit Herrn Habeck. Mal sehen. Ich bedanke mich mehr bei Hakan Demir. Er ist der neu gewählte Bundestagsabgeordnete aus Neukölln in Berlin und ich habe mich ganz besonders gefreut, Sie heute hier zu haben und wir setzen dieses Gespräch fort und vielleicht kriegen wir eine kleine politische Philosophierunde hier zustande. Gerne. Vielen Dank, dass Sie da waren und viel Erfolg im Bundestag. Die Arbeit geht jetzt los im Januar. Richtig. Ja, und dann wollen wir mal sehen, was denn alles so geschaffen wird oder auch liegen bleibt. Vielen Dank Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder, wie immer, jeden Dienstag 18:15 Uhr. Entweder TV Berlin Spezial oder Brinkmann und König. Bis dahin, danke und tschüss.